Unsere Partei, liebe Genossinnen und Genossen, hat ein tolles Regierungsprogramm. Und seit heute haben wir hier in Berlin ein klasse Team. Allen Gewählten von Herzen toi, toi, toi. Wir sind damit durchgestartet und heute, in einem Jahr, genau an diesem Tag, am 25. Mai, werden wir auch bei den Europawahlen Schwarz-Gelb so richtig Beine machen. In den letzten Wochen haben wir gemeinsam intensiv über Europa diskutiert. Fair und konstruktiv, quer durch die Kreise, die AGs und Abteilungen. Und Genossinnen und Genossen, ich kann euch nur sagen, mir hat diese Tour de Partie richtig viel Kraft gegeben. Aber viel wichtiger noch, ich bin mehr denn je fest davon überzeugt, dass Europa bei uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in guten Händen ist. Unsere Partei kann Europa. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr entscheidet heute, wer den Staffelstab von Dagmar, unserer Powerfrau im Europaparlament, übernehmen soll. Und ich bitte euch herzlich, ihn an mich zu übergeben. Ihr wisst, ich bin von ganzem Herzen überzeugte Europäerin. Ich kann unsere Stadt, unsere Partei in Europa kompetent vertreten. Und ich möchte, weil ich die Pfade im Brüsseler Politikgeschäft ganz gut kenne, mit euch gemeinsam dafür streiten, dass wir ein anderes, ein besseres Europa bekommen. Und Genossinnen und Genossen, das ist so wichtig, weil Europa aus meiner Sicht wirklich auf der Kippe steht. Und da das so ist, will ich sagen, dass Europa dringend verändert werden muss, und zwar sozial und demokratisch. Und damit es so zukunftsfähig werden kann, brauchen wir dreierlei. Wir brauchen Rot-Grün im Bund. Wir brauchen eine andere Regierung. Wir brauchen eine starke Fraktion der europäischen Sozialdemokratie in Straßburg und am liebsten natürlich statt diesem Barroso endlich einen sozialdemokratischen Präsidenten der EU-Kommission. Der Europawahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen, der Europawahlkampf im nächsten Jahr, er wird nicht nur wegen der Krise komplizierter werden als jeder andere Europawahlkampf zuvor. Und deshalb müssen wir als linke Volkspartei, deshalb müssen wir gestützt auf unsere Grundwerte um jede einzelne Stimme kämpfen. Wir müssen kämpfen, was das Zeug hält. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir müssen verhindern, dass deutsche Neonazis ihr Unwesen in Straßburg treiben können. Und wir müssen auch diesen BDI-Henkels und D-Mark-Professoren die rote Karte zeigen. Denn die Genossinnen und Genossen, die sind keine Alternative, weder für Deutschland noch für Europa. Es gibt nur eine Alternative und die heißt soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Wisst ihr, schon von meiner Großmutter habe ich als Kind gelernt, dass bei Geld die Freundschaft aufhört. Deshalb müssen wir uns entschieden dagegen wehren, dass unter dem Label von Wettbewerbsfähigkeit Arbeitnehmerrechte geschliffen werden. Es darf nicht sein, dass der von uns in Jahrzehnten erkämpfte Sozialstaat den Banken zum Fraß vorgeworfen wird. Und, liebe Genossinnen und Genossen, es darf auch nicht sein, dass Menschen und Völker in Europa gegeneinander aufgehetzt werden. Fehlentwicklungen in einzelnen Staaten müssen vor Ort korrigiert werden. Ja. Aber die Menschen in der Europäischen Union, sie müssen spüren, dass Europa, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass uns Solidarität verbindet in Europa. In der EU sind 26 Millionen Menschen arbeitslos und das ist in der Tat eine Tragödie für jede Einzelne und für jeden Einzelnen. Das ist sozialer Sprengstoff, enormer sozialer Sprengstoff für das gesamte europäische Projekt.
Und deshalb, Genossinnen und Genossen, müssen wir mit all unserer Kraft für ein soziales Europa streiten. Denn es stimmt natürlich, dass wir entscheidet. Dass wir entscheidet nicht nur in Deutschland, dass wir entscheidet in Europa. Und ich möchte gern mit euch gemeinsam das Wir nach Europa tragen. Auf mich, liebe Genossinnen und Genossen, könnt ihr zählen. Ich bitte euch herzlich um eure Unterstützung. Und ihr könnt sicher sein, als Europaabgeordnete werde ich hier vor Ort präsent sein. Denn es stimmt natürlich, Europa ist hier, hier bei der SPD Berlin.